Nun gut, wir haben uns hier jetzt auch zu Genüge umgesehen, würde ich sagen. Dann, ja, dann gehen wir wohl mal verlassen. Mom's car is all ready to roll. Did you get the police scanner? Yep. And I found the police frequency. How about that? Good job. Now, you'll always want to know what they're up to. No surprises on your way to the border. All right. This is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Sure. I think so. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. Don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. Your experience forms you as a person. And I imagine all the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself, but I had to go through my own hell. In war and at home. I didn't know how to deal with emotions or other people. Deine Stieftochter? Warum bist du hergekommen? Was beides? Möchte ich beides wissen? Ah, ich will beides hören. Ich meine, was seine Stieftochter betrifft, da wissen wir ja einigermaßen Bescheid, würde ich mal behaupten. Deswegen finde ich vielleicht eher interessant, warum er hergekommen ist, glaube ich. Oder? Hä, ich will schon wissen, was er dazu zu sagen hat. Ich möchte beides hören. Verdammt. Komm, warum bist du hergekommen? Why did you come here? You said you were from Oregon, right? Yeah, that's where I used to live. Before my stepdaughter was shot. It destroyed me. More than I was willing to acknowledge at the time. I stayed wasted for a year. Then went to AA. Got cleaned up. I met Steve. He owns the house behind Stanley and Arthur's. Anyway, he invited me to stay here. Offered me a fresh start when I needed it the most. Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you. Okay? Yeah. Of course. I know you guys got screwed. That you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. Sooner than later. Wieder ein neues Leben, stelle mich der Polizei. Hört übrigens schön die Musik im Hintergrund, ne? Aus Life is Strange 1. Das war schön.
So, will ein neues Leben, stelle mich der Polizei. Ja, ich meine, die haben schon die Wahrheit irgendwo auf ihrer Seite. Ursprünglich waren sie nicht schuldig, aber nach dem, was sie jetzt mittlerweile alles angestellt haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber ich gehe mal davon aus, dass Mord nicht verjährt. So, da werden die ja jetzt erstmal dessen, oder zumindest sowas in der Art, werden sie ja erstmal wohl angeklagt sein. Aber da sind sie natürlich nicht schuldig. So, dann gibt es aber die anderen ganzen anderen Sachen, die sie angestellt haben. Ist die Frage, ob die verjähren. Wenn ja, dann könnte man vielleicht sich zurückziehen, dann ausharren und dann irgendwann zurückkommen, in der Hoffnung, dass das schon irgendwie sich gut gehen wird. Aber erstmal werden sie wohl weggesperrt werden. Weil die haben ja Sachen angestellt. So ist ja nicht. Und wenn sie sich stellen, dann werden sie von... Dann werden die wahrscheinlich voneinander getrennt, ne? Kommt Daniel wahrscheinlich in irgendeiner Familie oder in einem Heim oder sowas unter oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Und Sean wird dann, ja, was weiß ich, in Jugendknast oder sowas wahrscheinlich gesteckt. Wobei... Das ist auch so eine Sache, ne? Die sind ja minderjährig. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber zumindest in Deutschland geht ja dann, ne? Kann man ja dann nicht so lange, wie sagt man so schön, verknackt werden. Das wäre dann vielleicht tatsächlich eine Option. Dass man versucht, einfach das irgendwie abzusitzen, weil es ja wahrscheinlich nicht ewig dauern wird, weil das ja noch Jugendstrafrecht sein müsste. Könnte vielleicht doch funktionieren. Selbst wenn sie verurteilt werden. Selber ist doch jetzt nicht eine Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen, oder? Ich meine, sie können ein neues Leben in Mexiko anfangen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da wäre ich schon lieber, ich glaube, ich würde schon lieber in den USA leben als in Mexiko, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch jetzt keine Entscheidung, die ich jetzt treffe, oder? Das wäre ja viel zu krass. Aber wenn ich so drüber nachdenke, sich der Polizei zu stellen, könnte vielleicht tatsächlich einigermaßen funktionieren. Ich meine, wenn man dann erwachsen ist oder irgendwann dann, hat man dann wahrscheinlich endgültig seine Ruhe. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das dann damit erledigt hat, vielleicht. Weil es wäre schon schön. Also ich persönlich würde gerne zurückkehren in die alten Verhältnisse, wenn es geht. Also ich würde an seiner Stelle gerne nach Seattle zurückkehren. Oder vielleicht, was weiß ich, vielleicht auch nach Beaver Creek, vielleicht auch dorthin. Da war es ja auch ganz nett. Ich probiere mal, was ich sage, wenn ich sage, stelle mich der Polizei. Mal gucken, was er dann sagt. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen komisch, das jetzt zu sagen, aber wenn ich so drüber nachdenke, klingt das vielleicht gar nicht mal so doof. Zumindest wenn ich jetzt von deutschem Recht ausgehen würde, ist es, glaube ich, gar nicht mal so doof. Ich sag das mal. I don't know. I might turn myself in after I see what happens with Daniel. I know you want to settle down first, but keep your options open. Think about it. And Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. You made it here. So, I know you're on the right path. Oh. Sorry. I really have to take this. Hey, Joyce. Right on time. Warte, er hat einen Anruf von Joyce bekommen. I'm good. Finally done setting up those solar panels. Don't worry. I'm mostly working when the sun's going down. You got that right. Now, how about you? Oh, any news from the vet? Good. That's a relief.
Hope I can see that little boy next time I swing by Santa Rosa. So, nächste Aufgabe ist, mit dem Auto die Stadt verlassen. Nah. Still haven't heard anything. Just hope they won't let him out. War ganz interessant zuzuhören. No. No lawyers. Can't expect much from them. Sure. Okay. Take care. Talk soon. Bye bye. So, jetzt sitzt er hier und bleibt sitzen, oder was? Okay. Aber interessant, dass er wohl noch in regem Austausch mit Joyce steht. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Freut mich. Okay, ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Gut, war hier noch irgendwo was? I hope the UFOs are listening. Okay. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr über ihn wissen. Kommt hier was anderes? David always wants to help, but he's tough to figure out. Ne, okay, nichts Neues. Nun gut, dann würde ich sagen, jetzt ist aber wirklich langsam an der Zeit, aufzubrechen, oder? Dann wollen wir wohl mal. Auf geht's. Okay, old. Looks like we got everything. Time to hit the highway. You'll be fine in Mexico. Don't worry. Rede mit dem Auto oder was? Away verlassen. After the desert roads, you deserve a nice beach retreat. So, was haben wir hier? Everyone hooked us up from their own stocks. Ooh. So we won't have to stop. Das ist lieb. Und ja, hier ist uns nächstes, kennen wir alles schon. We won't be leaving anything behind. This time. Nicht zurücklassen. Meinst du bezüglich Rucksack und sowas? Hm. Weiß ich jetzt nicht genau. So, können wir mit ihm nochmal reden. Wo ist denn Daniel gerade? Der wollte nochmal zu Joanne rüber, glaube ich, ne? Gucken, ob wir die finden. I don't know. Come on. First thing that comes to your mind. A woodcutter. Who lives underground, yeah. And he can fly thanks to his. Huch. Ich wollte erstmal zuhören. Hey, what's going on? I'm taking a look at this baby with hindsight. So, what do you think? Sieht sehr cool aus, sieht etwas komisch aus. Ja, weiß ich nicht. Ich find's allgemein ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich finde das ganz schön mit der Kugel da oben drauf. Ich glaube, es gefällt mir. Ja, ich glaube, es gefällt mir. Looks very cool. I can totally tell what you're doing. Good. That makes one of us. But I like it. Of course, you and Daniel. You did inspire me. I love it! So, you guys leaving now? Yeah, just wanted to say goodbye. Ah, that's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. That's great.
Do I get anything? Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Yeah, your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Wicked. Okay, one big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey, is it okay if I hang out a bit longer? If it's okay with her. Oh, are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. Ach, da stehen die Namen drauf. I'll miss you so much, Joanne. I know, sweetie. I'll miss you too. I had so much fun and inspiration building all these things with you. Me too. It's the first time I use my power to actually build something. I usually just use it because I have to. Hey, don't worry. I'm sure we'll get another chance to work together once you're settled. Yeah, I hope so. You got a long way to go. So get your ass in gear. Okay, war's das? Na gut, wenn es das war, dann würde ich noch mal ganz gerne schauen, ob wir noch mal zu Arthur und Stanley gehen können. Jetzt, wo wir hier auch noch mal hingehen konnten. Das finde ich nämlich ganz schön.